Was machen wir heute? Rote Beete ernten und schälen und klein schneiden und dann noch verarbeiten. Also, die rote Beete war der Tage noch gefroren im Winter. Ich bin im Herbst dazu gekommen, die auszugraben, ist auch nicht das Problem, weil diese rote Beete ist auch super als Wintergemüse geeignet. Also, ich habe dann jetzt durch das Schneeschieben ein paar von denen angekratzt. Und damit müssen sie jetzt irgendwie verarbeitet werden, bevor sie vergammeln. Habe also dann angefangen, die alle auszugraben. Und ruckzuck hatten wir jede Menge von diesen kleinen, sehr gehaltvollen roten Kugeln. Und das sind jetzt hier insgesamt 1,4 Kilo. Das ist eigentlich ganz angenehm. Was wir jetzt damit machen, ist kleinschneiden. Klein schneiden und dann in den Topf werfen und dünsten mit etwas Butter. Danach abkochen, pürieren und das Ganze soll werden, ja, eine sehr herzhafte Füllung für Tortellini. Tortellini zeigt man auch später irgendwann zwischendurch. Und was wir dafür brauchen für dieses Rezept ist relativ einfach. Wir brauchen natürlich rote Beete. Ich habe das mal ausgemessen. 1,4 Kilo sind das insgesamt, geschält. Wir brauchen dazu dann noch weiterhin 6 Eier, 6 Esslöffel Butter zum Anschmelzen. Natürlich geht auch Margarine oder Öl. Ich finde eigentlich zum Anschwitzen ist die Butter super, weil die ein bisschen mehr Geschmack hat, ist irgendwie aromatischer. 300 Gramm Ricotta, ungefähr 300 Gramm Semmelbrösel und ein bisschen Salz und Pfeffer. So, damit fangen wir uns erstmal an. Ich werde mich jetzt damit vergnügen, diese gesamten 1,4 Kilo rote Beete erstmal in kleine Portionsstücke zusammenzuschneiden. So, geschnitten haben wir jetzt alles. Jetzt nehmen wir uns einen Topf, ganz normal. Und die Stücken sind natürlich noch alle etwas knusprig und so. Jetzt nehmen wir unsere Butter. Stellen unseren Topf hier auf eine kleine Leistung, damit es nicht ganz so warm wird, weil wir wollen die Butter ja nicht direkt auslassen. Und werfen dann die Butter rein. Haben hier noch so einen kleinen Restwürfel, den können wir da gleich mit verwerten. Und dann nehmen wir uns hier so ein gutes Stück Butter. Ach. Ein gutes Stück Butter halt und werfen das da rein. So, die Butter ist schon mal gut dabei, ausgelassen zu werden und durch und durch zu verflüssigen. Das sieht schon mal alles sehr gut aus. Sobald das Stück jetzt komplett aufgeschmolzen ist, werden wir dann die roten Beete reinschmeißen und das ein bisschen andünsten. Wie lange dünsten wir das ungefähr? Wir dünsten das gute 20 Minuten bei mittlerer Hitze. Dann sollte die Struktur, also die feste Struktur der roten Beete etwas ja, zerfallen sein, dass es etwas weicher wird und auch damit etwas angenehmer zu essen. Aber wir werden es ja nachher noch pürieren und dafür muss es natürlich auch weich sein. Weil man mag nicht unbedingt dieses faserige Zeugs darin haben. Das ist meistens nicht ganz so, ja, super angenehm. Ich habe das mal probiert und das ging mächtig schief. Mit dem Rezept bin ich jetzt doch schon wesentlich glücklicher. So, die Butter ist zerlassen. Und die rote Beete sind drin. Jetzt schwenken wir das noch einmal um und sehen bereits, dass da, naja, vielleicht ein bisschen wenig Butter drin ist.
Aber wir werden das jetzt erstmal eine Weile hier vor sich hin dünsten lassen. Ich stelle es dabei das Kochfeld von 1 auf 3 hoch, dass das halbwegs warm ist. Dann kommt noch ein Deckel drauf und dann geben wir dem mal 10 Minuten und gucken danach, was passiert ist. Stellen vielleicht ein bisschen nach, ein bisschen wärmer, ein bisschen weniger warm, das werden wir dann gleich sehen. Und ja, ansonsten 20 Minuten mindestens warten, bis halt die Konsistenz sehr viel weicher geworden ist. Mittlerweile habe ich das abgegossen. Das konnte ich jetzt gerade nicht filmen, weil ich da noch andere Sachen zu tun hatte im Moment. Ist auch nicht weiter problematisch. Ist ja nichts passiert. Nur halt abgegossen. Bisschen abtropfen lassen. Man sieht es halbwegs, vielleicht auch nicht. Es ist noch warm. So sollte es auch soweit sein. Jetzt werden wir das gesamte Zeugs mit 300 Gramm Rucola versetzen. Das habe ich schon mal abgemessen. So. Der Rest, der hier noch drin ist, ist nicht viel. Passt. Kriegt der Hund. Der freut sich und wartet schon. Dann mischen wir das hier so ein kleines bisschen unter. Und wenn das getan ist, nehmen wir uns auch schon unseren Stabmixer ein hier. Ziehen hier mal kurz den Stecker raus, stecken den dafür rein und fangen das mal an, ein bisschen zu pürieren. Mal kurz sauber machen. Ah.
Nachdem wir das jetzt alles soweit durchgemischt haben und durchpüriert, sieht man schon, das ist schon ziemlich homogen. Die paar kleine Stücke sind noch drin. Das darf aber ruhig so bleiben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Jetzt binden wir das ein bisschen mit Semmelbröseln ab. Also hier drin abgemessen hatte ich ungefähr 300. Das sollte eigentlich die gesamte Masse binden, solange bis es halt streichfähig wird. Streichfähig ist aber immer so eine Sache, das definiert jeder etwas anders. Also ich mag es schon, wenn die Füllung insgesamt etwas fester ist. Dann zerkocht sie auch nicht so schnell. Und man sieht jetzt schon, dass es hier ein bisschen anbindet, dass die Semmelbrösel das entsprechend alles aufnehmen. Ja, ich musste gerade an Haferflocken denken, weil die machen das ja prinzipiell auch, aber ich glaube, das wäre jetzt geschmacklich nicht ganz so das Nonplusultra. Was wir halt haben wollen, ist ein relativ fester Teig, den man gut verarbeiten kann, mit einem Löffel abnehmen und irgendwo reinfüllen. Also er sollte schon relativ fest sein, zumindest nach meinem Empfinden. Natürlich darf das jeder gerne machen, wie er möchte. An der Stelle könnte man auch noch überlegen, jetzt ein bisschen Parmesan unterzumischen, wer das mag, oder irgendwas anderes, wo man halt denkt, je nach persönlichem Geschmack, das würde gut harmonieren und zusammenpassen. Das kann man machen, wie man möchte, nach eigenem Kalkül. Ich finde das hier eigentlich ganz angenehm. Das kommt jetzt gleich noch ein bisschen Gewürz rein zum Abschmecken. Und das wird halt eine wirklich sehr gute Masse. Und da klingelt das Telefon. So, ich habe jetzt hier schon mal ein kleines bisschen Muskat reingemacht. Weil er steht offiziell nicht im Rezept drin. Aber ich finde, ein Essen dieser Art braucht immer Muskat ein bisschen. Jetzt schmecken wir das nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Ich habe hier grob zerstoßenen Pfeffer. Da geben wir einfach ein bisschen was ran. Es ist eine ganze Menge. Rotkohl. Und auch Salz können wir da rangeben. Das sieht im Endeffekt jetzt mehr aus, als es ist. Weil der Topf ist zur Hälfte voll. Also ich glaube, es ist eher noch zu wenig. Aber wir werden es ja gleich sehen, wenn wir es abschmecken. Wir quirlen das erstmal ein bisschen um. Man sieht auf jeden Fall, das Paniermehl, die Semmelbrösel da, das hat super abgebunden. Das hat einen wunderschönen festen Teig ergeben, den man nachher super abstechen kann und verfüllen kann. Also genau so, wie es eigentlich sein sollte. Perfekt. Ich bin damit sehr zufrieden. Und jetzt mischen wir das halt noch ein bisschen und lassen es noch ein wenig abkühlen. Einzige, wo man aufpassen muss bei der Konsistenz, dass einem der Löffel nicht abbricht. Das wäre nicht der erste, den ich dabei töte. Aber das kriegt man irgendwann den Dreh raus. Wie viel Kraft man dafür verwenden sollte oder kann. So, jetzt kosten wir mal ab. Perfekt. Also, die Semmelbrösel machen das ein bisschen süßlich. Man hat den leichten Geschmack vom Salz, der durchaus kommt. Die Konsistenz vom Rotkohl, von den roten Beeten, natürlich gibt dem Gesamten ein sehr herzhaftes Aroma. Ich werde noch ein kleines bisschen Salz dran machen. Weil nach meinem Geschmack, also ich mag es eher salziger, das kann man ja machen, wie man möchte. Geschmäcker sind verschieden und danach ist es dann auch schon fertig. Also ich bin damit absolut zufrieden. Ich habe jetzt auch darauf verzichtet, noch irgendwie Parmesan oder sowas dran zu machen, was man noch machen könnte, aber naja gut. So, jetzt haben wir das umgerührt. Und das passt. Jetzt füllen wir es noch wieder in die Schüssel zurück.
wo was vorhin schon mal drin war. Das wird aber garantiert nicht mehr passen. Naja, vielleicht gerade so. Ich wische die Schüssel nur ganz kurz noch trocken. Damit wir uns die Konsistenz nicht versauen. So, und jetzt können wir es direkt erstmal in die Schüssel geben und hinstellen zum Abkühlen. Weil man sieht wirklich, das ist eine von der Konsistenz her ideal. Wenn es etwas kühler ist, verfestigt sich das Ganze noch ein bisschen. Das Paniermehl wird noch anziehen ein bisschen. Ist eigentlich supi. Hat ein bisschen die Konsistenz von Grießbrei. So, das ist mal fertig. Schüssel ist nahezu voll. Passt. Können wir mit arbeiten. Was natürlich noch vergessen wurde, im Eifer des Gefechts, sind natürlich die Eier. Grauenhaft. Also da kommen jetzt natürlich noch 6 Eier rein. Nur fast 5. Die machen nachher natürlich die Bindung aus. Die machen wir jetzt noch rein. Ah, es ist ja jetzt kein großes Hexenwerk mehr. Müssen wir nur vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Paniermehl nacharbeiten, aber auch das ist ja kein großes Problem. Naja, passiert. Ist mir beim letzten Mal schon passiert, im Nachhinein kann man das noch nacharbeiten. Das einzige Problem ist, wenn man dabei einen Hund hat, dass der Hund dann mit den Eiern da drin viel mehr Interesse daran zeigt als im Vorfeld. Aber man sieht selbst hier in der Schüssel, das lässt sich alles noch sehr gut unterrühren im Nachgang. Das ist überhaupt kein Problem. Es hätte wahrscheinlich auch ohne Eier funktioniert, aber mit Eiern ist halt noch ein bisschen mehr Flüssigkeit und es bindet halt besser. Durchkneten, durchquirlen. Aber sieht gut aus. Ist halt jetzt ein bisschen sämiger geworden. Immerhin hat man jetzt nicht mehr das Problem, dass es irgendwie im Vorfeld schon anfängt zu stocken. Jetzt muss man nur aufpassen, dass die Qualitätskontrolle hier nicht sagt, dass das irgendwie problematisch ist, weil die Qualitätskontrolle liegt bereits da und erwartet einen Statusbericht.
Und wenn man schon der Hundenase nicht trauen kann, dass es gut riecht, wem sollte man dann trauen? So, streichen wir das mal ein bisschen glatt. Passt. So, hätten wir. Fertig. Wenn wir da schon mal so weit sind, dass wir mit unserem Ausstecher den Teig soweit haben, haben wir noch unsere Füllung, die wir natürlich noch machen können. Bevor ich dies jetzt befülle, streiche ich den Rand mit Wasser ein. Man könnte auch einnehmen. Das habe ich jetzt nichts gefunden, was da irgendwie dagegen sprechen würde, da ein Ei zu nehmen. Und dann nehmen wir uns hier unsere rote Beete-Füllung, streichen die da rein, nicht zu viel. Da kann man nur fast mit dem Finger noch mal ein bisschen nachdrücken. Und dann haben diese Maultaschenform die natürlich den enormen Vorteil, wenn man sie schon zum Ausstechen genommen hat, kann man da auch wunderbar den Teig wieder reinfüllen und kann die Maultaschen damit irgendwas befüllen. Da könnte man natürlich jetzt auch jede andere Füllung reinmachen, Hackfleischfüllung, irgendeine andere Gemüsefüllung. Da wir hier unsere rote Beete-Füllung gemacht hatten, nehmen wir die natürlich gleich, weil die ist super dafür. Und auch darauf gedacht. So. Und dadurch, dass wir das ringsherum eingestrichen haben, ist auch hier in dem Bereich, wo die Ecken sind, halten die super zu, weil ansonsten gehen die an diesen Stellen sehr gerne wieder auf. Und das will man nicht, weil dann kommt ja die gesamte Füllung beim Kochen raus. Das wäre irgendwie unzweckmäßig. Ja. Und dann arbeitet man sich da so voran und macht so eine Portion nach der anderen. Ich kann das hier noch ein bisschen festdrücken. So. Zusammen. Fertig. Also funktioniert einwandfrei. Sowohl der Teig als auch die Füllung. Ja, und damit werde ich jetzt dann noch ein bisschen weiterarbeiten. Ist ja noch ein gut 800 Gramm Teig übrig. Und das wird jetzt wohl noch den Rest des Abends in Anspruch nehmen. Da müsst ihr eigentlich nicht weiter zuschauen. Das wird wahrscheinlich etwas langweilig auf die Dauer. Aber freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen oben da, ein Abo, whatever. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal vermutlich. Ciao.